Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von New Style Boutique. Ich habe jetzt ein System-Update gemacht. Ich hoffe, das funktioniert oder hat funktioniert. Wir werden es gleich sehen. Wir haben neue Mails bekommen. Ach so, ja. Okay. Was sagt die First Avenue? Street Pass, Street Style. Finde ich jetzt nicht so prickelnd, so cool. Okay. Gieselinde. Die schreckliche Frau. Versuchen wir es noch einmal. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ah, ich habe mein Haar ausgerissen. Wie fui. Kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Ich habe gedacht, das versuchen wir mal so in einem Part, dann könnt ihr das sehen, wie das läuft. Also anscheinend läuft es, weil der Verbindungsaufbau dauert echt lange. So eine Fehlermeldung kommt ja immer ein bisschen schneller vonstatten. Kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Ich wollte das mit dem Fashionviertel komplett in einen Part packen. Damit man jetzt nicht irgendwie einen Zwischenpart irgendwie mal so reinstecken kann. Wenn ich jetzt im Prinzip angefangen hätte, ganz normal zu spielen, dann wäre irgendwie der Tag so unterbrochen gewesen. Das wäre auch doof. Berühre deine Webboutique, um die Boutique zu öffnen. Um Boutiquen anderer Spieler zu besuchen, berühre Fashionviertel einkaufen. Warnung. Meine Webboutique. Machen wir mal. Es ist an der Zeit, deine Webboutique zu eröffnen. Erstelle zunächst dein Outfit. Andere Stylisten können es dann ansehen und kaufen. Um ein Outfit zu erstellen, ja. Ja, kriegen wir hin. Ich habe eigentlich nur Lust, Damenartikel zu verkaufen. Stelle mithilfe von Artikeln aus deinem Lager ein Outfit. Okay. Suche Stil. Machen wir erstmal mädchenhaft. Da haben wir 61 Artikel. Da werden wir ja wohl was Schönes finden. Leider haben wir nichts Schönes. Das ist ein bisschen traurig, aber okay. Wir haben echt nichts. Okay. Dann. Ah, nein! Dann machen wir nicht mädchenhaft, dann machen wir feminin. Da haben wir schon mal ein bisschen mehr. Da ziehen wir erstmal alles aus. Was hätten wir hier denn so Schönes? Das finde ich ganz niedlich. So mit der Hose. Haben wir irgendwo schwarze Schuhe. Oder ein schönes Kleid. Oh, das Kleid finde ich gut. Zieh die Hose auf. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. So ein Eyecatcher, so die, obwohl die Jacke jetzt nicht so die schönste ist, aber was halt, ne? Beschweren wir uns mal nicht. Oh, natürlich auch keine passende Tasche, ne? Ich krieg die Motten. Ich hab nix. Ich hab hier nix, was ich an den Mann bringen könnte. Was soll das? Das riecht mich ein bisschen auf. Menno, ich hab keine schönen Sachen. Naja, was halt. Das sagen die Schuhe. Haben wir noch irgendwie schöne Schuhe? Leopardenschuhe, glänzende Pumps. Die passen irgendwie besser zu den Schuhen, ne? Zu den Jacken. Okay. Das ist feminin. Oh, okay, wenn du mit deiner Kreation zufrieden bist, verkaufe die Outfits über deine Webboutique. Okay. Da. Okay, das wurde aktualisiert. In deiner Webboutique kannst du bis zu 3 Outfits anbieten. Versuch's mal mit einer bunten Mischung. Okay, dann nochmal Damen. Obwohl, ich habe eine bessere Idee. Mach mal Herren. Vielleicht finden wir was Gutes. Lass es was Gutes dabei sein. Suche Marke Helion. Die hatten immer eigentlich ganz coole Klamotten. Hast du eine lange Hose?
Ah, toll, ich habe nur die Kackhosen hier. Ah, die gefällt mir schon besser. Irgendwie ein cooles T-Shirt. Nehmen wir erstmal das braune. Ja, damit kann man sich sehen lassen. Ja, vielleicht keine Jacke. Jeansjacke? Nee. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Es wird! Man kann es glauben, aber es wird langsam. Lieber die hier. Doch, das sieht doch ganz nett aus. Leger. Ich weiß auch schon, wie das dritte Outfit aussehen soll. Da habe ich mir gedacht, da versuchen wir mal mit Indie Chen. Vielleicht finden wir ja, haben wir ja was Gutes da. Ich hoffe es. Wenn nicht, machen wir was Cooles. Stilsuche. Stil exklusiv. 44 Artikel. Okay. Verdammt, ist leider das Falsche, aber was soll's. Vielleicht sollten wir hier auch so ein Glitzerding verpassen. Guck mal, so. Naja, vielleicht doch nicht. Man muss das auch nicht arg übertreiben. So ist es besser. Nee, lieber das. So, die Dings. Noch ein paar coole Schuhe. Lieber die schwarzen. Die Brille. Die Handtasche. Sieht doch ganz nice aus, oder? Ja, ich weiß, ich bin auch nicht so hundertprozentig zufrieden. Und ehrlich gesagt nervt mich das ein bisschen, aber was soll's. Können wir die Jacke mal wegnehmen? Ah, das ist auch nicht so das Optimale. Außerdem habe ich keine schwarzen Dings. Dazu noch so das rote Jäckchen. Oder? Die Handtasche lassen wir weg. Ah, wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. So, und die rote Jacke drüber. Ja, nehmen wir das. Das lassen wir jetzt so gelten. Exklusiv. Okay. Okay, so. Option. Was kann man da machen? Deko ändern, das ist auf jeden Fall sehr gut. Was haben wir hier? Oh, das sieht aber auch schön aus. Oh, das finde ich cool. Das passt leider nicht zu unseren Klamotten. Aber ich finde das so cool. Ach, scheiß drauf. Nachricht. Was soll ich denn hinschreiben? Was könnte man denn hinschreiben? Einfach. Habt Spaß. Ich hab echt. Wie sieht das aus? So. Naja, das ist auch nicht besser, ne? Da oben könnt ihr meinen Boutique-Code sehen. Ich werde den auch nochmal in die Beschreibung schreiben. Das ist N12B25V80. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Auch wenn es nicht passt, was ist, ist es mir total egal. Ich find's geil. Ihr könnt dann gerne vorbeischauen. Was können wir denn noch so machen? Info. Hat Outfit Nummer 2 ein Kompliment gemacht. Die Nivea hat Outfit. Hä? Ich raff's nicht. Hat das jetzt schon jemand geguckt? Wo hab ich denn jetzt drauf gedrückt? Oh Mann, ich werd wahnsinnig. Jetzt guck mal, was haben die denn hier so? Ah, man kann auch Komplimente machen, okay.
ich finde das irgendwie ganz cool. Gucken wir uns mal das Inhaberprofil von der an. Okay, Contestrang Premium. Okay. Guthaben, die ist ganz schön reich, die Frau. Budget, Spielbeginn am 14.05.2006. Also gestern? Die hat gestern angefangen und ist schon Premium. Geboren am 15.05. Okay, weiblich, Vereinigten Staaten, Starkoch, Starkoch werden. Okay, ah, die Visitenkarte könnten wir auch mal machen. Gehen wir nochmal zurück. Wir hatten, glaube ich, noch wen anders, ne? Okay. Was habe ich gemacht? Habe ich das jetzt verkauft? Gekauft? Verdammt, habe ich das jetzt gekauft? Info. Gehen wir mal zu der. Verkaufte Outfits. Oh, wir haben 3 Komplimente. Anscheinend haben wir 2 verkaufte Outfits. Ich hoffe, die habe ich jetzt nicht selber gekauft. Ich habe jetzt echt keine Ahnung. Oh Mann. Oha, was hat die denn hier so? Japan World, okay. Machen wir hier mal ein Kompliment. Aber Komplimente, die hat doch schon voll viel Komplimente bekommen. Mal sehen, was die hat. Ausgetauschte Karten 4, Internationalrang. Die hat die Spielzeit 30.05.2015. Okay. Die ist abartig reich. Weiblich, aus Frankreich. Die will Stylistin werden. Okay. Zurück. Zurück. Habe ich jetzt ein Outfit gekauft? Nee, nee. Okay, gucken wir uns mal an. Das hat jetzt einer auf jeden Fall ein Kompliment bekommen. Das hat jemand ein Kompliment bekommen. Ah, Ginivera hat Outfit Nummer 1 gekauft. Okay, Kompliment. Du hast eine Webboutique im Fashionviertel eröffnet. Okay, super. Zum Eingang. Gucken wir uns mal das Fashionviertel an. Wahrscheinlich muss ich, ja gut, ich werde jetzt keine Visitenkarten austauschen können, weil ich jetzt mit dem meinem 3DS jetzt nicht durch die Boutiquen, also durch die Stadt hier jetzt latschen werde. Das bleibt schön zu Hause, das Ding. War teuer genug. Im Fashionviertel werden dir viele verschiedene Outfits angeboten. Berühre ein Outfit, um die Boutique zu besuchen, die es verkauft. Viel Spaß beim Stöbern. Auf Anhieb. Was ist das? Mit Ethnolooks durch die Welt? Echt, muss ich jetzt echt zu jedem Outfit, was ich mir angucke, schalte ich automatisch zu der Boutique oder wie? Da ist ja ein bisschen die Grafik ein bisschen schwierig zum Gucken hier. Ach du Schande. Okay, Girl Power. Ja, das finde ich ganz cool. Das finde ich irgendwie voll nice. Boutique-Suche, Outfit-Kriterien, Stil, nee, nicht schlecht, machen wir feminin. Feminine Outfits sind immer sehr cool. Mal sehen, was da so rauskommt. Du kannst für deine so bis zu 3 Kriterien festlegen. Was mit einem Verbindungsaufbau ist immer ein bisschen kacke hier. Okay, was hätten wir denn da so Schönes? Ah, verdammt. Habe ich jetzt irgendwo draufgeklickt und bin jetzt bei einer Boutique gelandet? Ich wollte eigentlich nur weiterklicken. Ja, was soll's. So sehen wir auch mal ein bisschen was. Zehn Stunden später. Ah, es geht doch weiter. Klicken wir mal da drauf. Ich habe jetzt auf irgendwas geklickt, ehrlich gesagt. Ah, ich kann nicht hingucken. Okay. Was hätten wir hier? Oha. Vive le Soleil. Outdoor Style. Mhm, sehr gepunktet. Das finde ich sehr cool. Machen wir mal das Inhaberprofil.
Sie hat am 13.08. geboren. Spielbeginn 26.12.2015. Die hat das Spiel bestimmt zu Weihnachten bekommen. Aber Budget schon 99.999. Oha. Weiblich aus Frankreich. Will Modedesignerin werden. Lieblingsmarke ist AZ USA. Okay. Finde ich sehr cool. So. Hat schon einen Artikel verkauft. Hat aber schon viele Komplimente bekommen. Für die Boutique auf jeden Fall. Okay, zurück. Dann würde ich sagen, nochmal zurück. Fummel mich jetzt hier mal nicht so an. Das eine Ding gucken wir uns noch an. Fashion Viertel Lust auf exotisch Mode greift bei unseren Ethno-Outfits. Greift zu bei unseren Ethno-Outfits. Boah, bin ich fertig. Ich mag ja im Prinzip, ehrlich gesagt, am geilsten finde ich einfach nur die Jacke, ne? So die Bärchenjacke mit dem Bärchenohren da oben. Was sagt er? Was? Album, okay. 3.1. Sie hat noch keinen Contest freigeschaltet. Girl Palace. Spielbeginn ist der 3.1.2016. Aus den Vereinigten Staaten. Will einen Job in der Modebranche, okay. Okay, dann gehen wir hier mal wieder raus. Fashion Mia. Verlassen. Und schon wieder Verbindungsaufbau. Es wird gespeichert. Ja, du kannst jetzt Spieler, mit denen du Visitenkarten getauscht hast, Styling-Aufträge geben. Möchtest du diese Option aktivieren? Nee, weil das wird nicht vorkommen, ehrlich gesagt. Berühre deine Visitenkarte und gib dein Profil an. Mach ich. Ja. Ich will das überspringen. Kann ich nicht. Okay. Jetzt wird erklärt, wie im Prinzip Streetpass funktioniert. Und wie das mit den Visitenkarten losläuft. Nur das wird bei uns leider nicht funktionieren, weil ich halt damit nicht rumlaufe. Und das Spiel ist ja schon relativ alt. Und ich denke, so viele werden das jetzt nicht spielen. Und ich werde nicht nach Frankreich oder so dackeln, nur um da vielleicht mit jemandem mal die Visitenkarte zu tauschen. Ich bin jetzt auch nicht so berühmt hier. Okay. Gib hier die Details für deinen Styling-Auftrag ein. Ich will aber kein Styling-Auftrag. Zurück. Meine Visitenkarte. Ja, ich dachte, ich muss jetzt hier irgendwie was angeben. Okay. Ich kann auch kein Foto wählen. Will ich bearbeiten. Oh, wir können ein Foto. Haben wir ein Foto? Haben wir ein schönes Foto? Nein, wir haben natürlich kein schönes Foto. Wieso hat kein schönes Foto, ey? Richtige Motten. Machen wir noch. Beginner, da könnt ihr mal sehen. Spielbeginn ist der 11.08.2015. Das kann irgendwie nicht so richtig hinhauen. Aber was soll's. Guthaben, Beginner, eigenes. Ja. Haustier habe ich eine Katze. Wohnort. Können wir ruhig machen. Ist. Wo ist denn Deutschland hier? Deutschland. Mein Traum? Studieren. Mode ist. Weiß nicht. ja, meine Stärke nicht. Und was bedeutet Mode für mich? Ja, Mode ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig. Weiß nicht. Harte Arbeit. Wie manchmal teuer. Lieblingsmarke habe ich. Ich finde eigentlich die Kuhn von AZ USA ziemlich geil, aber auch das Feminine mag ich eigentlich auch ganz gerne. So, Outfit zum Thema. Ach, das ist Schwachsinn. Okay. Das wird jetzt gespeichert. Ich gucke mal auf die Uhr. Mal gucken. Können wir nicht. Ja. Ja, komm. Ja, doch. Lass mich doch jetzt raus hier. Wie macht man noch mal ein Foto? Komm schon, mach mal ein schönes Face hier.
Ja, da siehst du aus so wie eine Gurke, ey. Komm. Och, echt, jetzt kann ich kein schönes Foto machen. Komm schon, Mädel. Tu mir das nicht an. Irgendwas Schönes. Ach, die macht mich fertig. Da liegt die jetzt rum. Das ist doch... Die macht mich wahnsinnig, ey. So. Am liebsten würde ich das ja mit Inichen jetzt irgendwie so... Bisschen rausnehmen, ey. Komm. Mann! Ich mache das jetzt so lange hier, bis da ein schönes Foto dabei rauskommt. Ach, komm schon. Tu mir das nicht an, Mädchen. Bist du echt so fertig? Geh nochmal auf deine Couch. Auf deinen Sessel. Was auch immer. Geh halt schlafen. Du Pussy. Dann mache ich was anderes. Dann gehen wir jetzt gleich raus. Und dann tut die ja immer so, als hätte die noch nie irgendwie Sonnenschein und so gesehen. Und das ist denn der Moment, wo wir fesches Foto machen hier. So, das probieren wir jetzt nochmal kurz. Hatten wir schon. Mach doch mal ein schönes Face hier. Und häng nicht da wie so ein Sack, wie so ein Schluck Wasser in der Korbe. Ich hasse sie. Ich bringe sie um. Puh, ich bin ganz außer Atem. Hier ist gerade ein süßes und unheimlich gut gekleidetes Mädchen reingekommen. Hm, hat mich wohl geirrt. Da bin ich ihr so schnell hinterhergerannt. Ich wollte sie unbedingt für das Heft interviewen. Maika, könnten Sie mir nicht ein paar Fragen beantworten? Ach nein, sie möchte ich ja für eine andere Geschichte interviewen. Aha, dadurch, dass ich so schnell gelaufen bin, ist bei mir einer meiner Schuhe der Absatz abgebrochen. Bitte, Maika, suchen Sie mir neue Schuhe. Ja, mache ich. Kein Ding. Ich jetzt wollte mich echt flachsen. Jetzt finde ich doch die eine Marke hier nicht, ne? Die sieht so nach AZUSA aus. Suchen. Marke AZUSA. Wir werden doch wohl... Wir haben nur ein paar Schuhe? Echt? Das ist es. Die haben sie für mich ausgewählt? Dann muss ich sie sofort anprobieren. Geben Sie mir eine Minute. Die habe ich nicht. Ich wollte doch nur ein Foto machen. Ohne Scheiß. Ich wollte doch nur ein Foto machen. Ja, Abbruch, komm. Ja, ja, Hippe-Artikel gefallen mir gut. Sie haben mich überzeugt. Ja, komm. Wir wissen auf jeden Fall, wir müssen bei AZUSA einkaufen gehen. Danke, Maika. Da haben Sie etwas Schönes für mich gefunden. Ach, am liebsten würde ich jeden Tag zu Ihnen kommen. Dann gehe ich mal wieder in der City auf die Jagd nach modischen Mädchen. Wie wäre es, wenn Sie nachkommen, Maika? Ja, du mich auch. Dann, das wäre sicher lustig. Ja, 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 ja. So, komm raus. Das muss doch irgendwie... Klar, da kann ich natürlich jetzt kein Foto machen. Ach, verdammt, schon wieder falsch gelaufen. Ich bin falsch gelaufen. Es tut mir so leid. Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Jetzt, wenn man keine Zeit hat, ne? Wenn ihr mal keine Zeit habt. Ja klar, jetzt hängt die da wieder im Bett wie so eine Aule. Kaum was gemacht und sowas. Das sieht voll scheiße aus. Ich hasse sie. Die wird doch wohl jetzt irgendwas anderes machen. So, der letzte Versuch. Ich hasse den. Visitenkarte. Meine Visitenkarte. Bearbeiten. Foto wählen. Alte Zimtzicke hier. Ja, komm. Okay. Gut, dann speichere ich auch ab. Oh, 25 Minuten, ey.
Ich kriegte Motten. Und warum? Weil die... Weil die Alte natürlich nicht so wollte, wie ich wollte. Wenn ich da jetzt rausgehe, macht die wahrscheinlich voll das ein coole Face-Ding oder so. Nee, gut, die hängt immer noch da wie so eine Aule. Oh, ich habe den halben Tag schon wieder verschwendet hier. Was soll das? Na gut, ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das mit dem Fashionviertel gefallen. Ihr könnt mir ja irgendwie eure Boutique-Codes schicken. Den können wir ja nochmal einen Part machen, wo ich die alle abklappere. Und ich sage danke fürs Zusehen, auf Wiedersehen und bye bye.